Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ja, es wird mal wieder Zeit für einen Gartenrundgang. Viel Spaß beim Video und los geht's. Wir finden uns heute Ende April, 27.04.2021. In einer Woche ist Jungpflanzenverkauf und wir haben so viele Jungpflanzen wie noch nie. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir jetzt einen Folientunnel und ein Glasgewächshaus haben. Sonst müssen wir es alle noch zu Hause unterbringen. Das hätten wir, glaube ich, nie geschafft bei diesen kalten Temperaturen, die wir auch hatten. Bei uns ist es immer noch nicht richtig warm geworden. Heute Morgen gab es nochmal wieder ganz leichten Bodenfrost. Und das hätten wir zu Hause definitiv nicht hinbekommen. Ihr habt hier schon Chili, Erdbeeren, Physalis, Lauchzwiebeln und jetzt die Hirse gesehen. Das steht alles schon bei uns im Folientunnel. Und ich sage mal, wenn wir den Folientunnel nicht hätten, dann wären es dies hier auf jeden Fall deutlich weniger Jungpflanzen geworden. Ja, hier nochmal Erdbeeren auch am Wochenende beim Jungpflanzenverkauf zu bekommen. Alle Infos zum Jungpflanzenverkauf kann ich gar nicht hier im Video unterbringen. Deswegen gibt es einen eigenen Tab jetzt auf meiner Webseite. Die ist generell in einem neuen Design. Also schaut mal rein, www.felixhobbygarten.de. Und dort gibt es dann den Tab Jungpflanzenverkauf. Dort finde ich alle Infos. Ja, hier die 41. Das sind unsere Salatgurken in diesem Jahr. Die sind jetzt recht gut doch noch gekeimt. Dann hier die Physalis. War ich auch sehr spät in diesem Jahr. Nicht nur das Wetter ist sehr spät in diesem Jahr, sondern ich auch. Ich gebe es ja zu. Dann haben wir hier die Sonnenblumen. Da haben wir ein paar im Pott einfach vorgezogen. Die kommen jetzt noch die Tage bei uns in den Garten, wenn jetzt die Nachtfröste vorbei sind. Ist es bei euch eigentlich auch so oder ist es nur bei mir so, dass der Winter bzw. die frostigen Temperaturen gefühlt immer wieder kommen? Ja, hier haben wir ganz viele vorgezogene Kohljungpflanzen von Kohlrabi über Blumenkohl, Weißkohl. Dann haben wir aber auch noch Brokkoli, also da haben wir wirklich ganz viele verschiedene Kohlarten. Da hinten auch noch Rotkohl und lila Kohlrabi. Hier vorne Chinakohl und Weißkohl. Und ja, das sind wirklich sehr, sehr viele Jungpflanzen, die wir in diesem Jahr haben. Wie ist das bei euch? Lasst mir gerne mal Feedback da. Wie läuft eure Jungpflanzenanzucht? Und was würdet ihr gerne mal in der nächsten Zeit hier auf meinem YouTube-Kanal sehen? Gerne mal ein Feedback in die Kommentare. Ja, dann geht's hier weiter mit der nächsten Kiste. Da haben wir so ein paar Pepino drin, die Paprika-Karamell, Auberginen. Das ist so die Kiste der besonderen Pflanzen. Noch ein paar Physalis. Die hatte ich alle in einer Quickpot-Platte 24er vorgezogen. Die wurden jetzt für den Jungpflanzenverkauf noch umgetopft. Und ja, hier könnt ihr meine ganzen Chilis sehen. Die freuen sich auch schon auf den Jungpflanzenverkauf, denn die sind wirklich schon sehr, sehr groß und müssen schon fast aus den Töpfen raus. Deswegen bin ich auch froh, wenn die Chilis ihre neuen Besitzer haben. Insgesamt haben wir 60 Chilis, 200 Paprikas und ich glaube 300 Tomaten. Also schon ganz ordentlich. Ja, hier, da seht ihr zum Beispiel die dunklen Chilis, das ist nochmal die Count Dracula. Ja, sehr viele bekannte Chili-Sorten haben wir ja dieses Jahr im Garten. Und auch beim Jungpflanzenverkauf die Sortenliste, was gibt es am Wochenende bei mir zu bekommen, die findet ihr übrigens auch auf meiner Webseite im Jungpflanzen-Tab. Da die Paprikas, die ganz hinten, die haben Sonnenbrand, vielleicht erkennt man das ein bisschen, die Keimblätter sind weiß. Wir hatten einmal 43 Grad im Tunnel vergessen zu lüften und schon ein wenig Sonnenbrand an den kleinen jungen Paprikas. Ja, hier kommen noch ganz viele Kürbisgewächse, Melonen, Gurken und so weiter, durcheinander. Auch noch da die 46, das ist Kapuzinerkresse. Das sind diese runden Töpfe da gerade in der Mitte. Genau, jetzt ist scharf. Und dahinter, das sind die ganzen Kürbisse. Wir haben Muskatkürbis, Spaghetti-Kürbis, alle möglichen Kürbissorten, auch Riesenkürbis. Ja, und hier dann unsere Salatpflanzen, jetzt auch pikiert. Und so sieht es eigentlich dann gerade im Folientunnel aus. Sehr, sehr viele Jungpflanzen, wir hatten viele Probleme, sehr, sehr viele Schnecken. Sehr, sehr viel Nager wie Mäuse, die da nachts in den Folientunnel kommen. Wir haben jetzt mittlerweile Mäuse dicht, aber die Schnecken, die kommen leider immer noch, immer wieder. Ich weiß nicht woher, aber das kennt ihr sicherlich alle. Schnecken, da hilft nur absammeln. Ja, dann draußen vorm Folientunnel, da sind jetzt schon 4 Reihen Zwiebeln gekommen auf 9 Meter. Und auch unsere ganzen Tulpen, die wir letzten Herbst gesteckt haben. Das sind alleine hier in dieser Reihe 10 Meter, 107 Tulpen. Und die blühen gerade in den schönsten Farben. Und wir haben schon ein paar Tulpensträuße fertig gemacht und auch beim Jungpflanzenverkauf am Wochenende. Da wollen wir gerne welche anbieten. Ja, dann so ein bisschen seitlich, also auf der Rückseite vom Folientunnel, um die Ecke rum, da haben wir Winterweizen. Den haben wir erst im Frühjahr gepflanzt, beziehungsweise gesät, ist glaube ich auch kein Problem. Und hier, das sind einmal Kleepellets und Erbsen.
Die Erbsen kommen hier direkt an dem Zaun, da sollen die dann auch dran hochranken, sparen wir uns in dem Fall ja, das Ranggerüst. Ja, das hier, das sind noch weitere Tulpen. Wir haben dieses Jahr wirklich sehr, sehr viele, ich glaube 300 oder 400 Stück. Das gleiche nochmal an Narzissen und dann nochmal 300 andere Blüten im ganzen Garten verteilt. Dahinter, da seht ihr schon ein ganz besonderes Stück. Da könnt ihr jetzt nochmal ehrlich mitraten, was ihr denkt, was das ist. Hier das erste. Draußen hört ihr, glaube ich, meinen Huhn gerade auch. Dann hier das zweite. Genau, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal Gründünger im Frühling. Ich habe das bisher immer nur im Herbst als letzte Aussaat gemacht. Jetzt mal im Frühling, um zu schauen, wie sich das Ganze auf den Boden auswirkt. Einfach mal zum Schonen. Hier die Mirabelle, die blüht wirklich super. Die habe ich gerade erst im Herbst gepflanzt und jetzt schon voll in Blüte. Und auch hier vom Glasgewächshaus, da geht es noch weiter mit so vielen Anzuchten. Da sind auch ganz viele Blüten. Wassertonnen wird auch immer gefragt, haben wir das? Wie wollen wir das Ganze versorgen mit dem Gießen? Ja, wir haben Wassertonnen. Und da kann sich das Wasser schon mal ein bisschen aufwärmen, bis es dann an die Pflanzen kommt. Nächste Frage kam auch, Kompost, ja, den machen wir immer weiter. Da kommen jetzt oben noch Schichten Rasenschnitt drauf. Wie ihr wisst, versorgen wir das ganze Tier im Gelände. Das heißt, wir mähen da auch. Und da fällt natürlich einiges an. Und das kommt bei uns auf den Kompost. Denn das können wir immer dann auch als Humus wieder zurück in die Erde führen. Und das freut uns natürlich sehr. Hier haben wir weitere Jungpflanzen, jetzt eher so für uns, Mais, Erbsen. Dies habe ich sehr viel vorgezogen, das liegt auch an diesen Quickpot-Platten. Ich finde die super einfach. Da die Erbsen schon sehr gut durchwurzelt sind, können wir welche beim Jungpflanzenverkauf anbieten. Wir werden die in Pappkartons die Pflanzen übergeben an die Besucher und dort werden wir dann auch die Erbsen zum Beispiel reinsetzen können. Ja, hier zwischen den ganzen Pflanzen ist noch ein wenig Knoblauch vom Herbst. Draußen wächst auch der Bärlauch gerade sehr schön. Da haben wir ein paar kleine Pflanzen. Und ja, dann haben wir hier eigentlich unser Salat- und Kohlbeet schon wieder in Betracht genommen. Letztes Jahr waren da die Kartoffeln drauf und in diesem Jahr jetzt ganz viel Salat und Kohl. Ihr könnt ihr hier vorne erstmal roten Kopfsalat, Lollo Rossa, sehen. Dann haben wir hier den Wirsing. Die beiden Sachen sind übrigens dazugekauft, nicht alles ziehen wir vor. Wirsing zum Beispiel und Salat. Da ist zum Beispiel Salat, den wir vorgezogen haben, genau. Aber wir haben auch sehr viel dazugekauft in diesem Jahr. Zum Beispiel den Sellerie, den ihr jetzt an dieser Stelle seht. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Video von vor 2 oder 3 Wochen. Dort habe ich das Hochbeet neu aufgefüllt und da war ja schon hier Knoblauch und Erdbeeren drin. Da haben wir auch neue Sachen reingesät. Da kommt jetzt schon der Salat, die Radieschen und auch die Erdbeeren. Die grünen ja richtig schön durch nach dem Winter. Trotz minus 10 Grad, Schnee ohne Ende haben die es überstanden. Ja, hier dann noch weitere Tulpen, noch weitere Narzissen. Hier auch nochmal am kompletten Gartenzaun über 30 Meter entlang. Wir haben wirklich so viele Blüten im Garten, das hatten wir noch nie. Hier vorne bis da hinten in der Mitte vom Beet, wo es noch so ein bisschen nass ist, da das erste Stück, haben wir jetzt schon alles Mögliche ausgesät, von Mangold über Spargelsalat, Haferwurz. Hier zum Beispiel eine Blühwiese. Unser Garten so langsam nimmt da Fahrt auf. Hier, wir haben aus Spaß mal für 9,99 € bei Lidl so ein Insektenhotel mitgenommen, auch da sind mittlerweile so viele Insekten dran. Ja, ich weiß, es ist nicht das Beste, aber besser als gar keins. Denn Blüten haben wir im Garten auf jeden Fall genug, Insekten auch. Jetzt brauchen die nur noch eine Behausung und da sollten die eigentlich wohl ganz gut sein. Da, immer wieder kommt die Frage, ja, wie sieht der Garten von außen aus? Zeigst du mal viel von den Beeten, aber man bekommt nie so einen Überblick. Deswegen jetzt mal von hier außen, Tomatendach, daneben ist auch der Wein an dem Gitterzaun. Hier nochmal die Blüten. Da haben wir zwei lange Beete, die sind ungefähr 5 Meter mal 30 Meter. Dahinter haben wir noch hinter dem Hochbeet ein großes Beet und da waren noch zwei Gewächshäuser, beziehungsweise Gewächshaus und Folientunnel. Schauen wir mal von hier, das ist jetzt erstmal das Hintergelände vom Tierheim und dort kommt man dann über den Weg zu unserem Garten. Dann nochmal die zwei langen Beete, da hinten das große und Gewächshaus aus Glas und Folientunnel, davor unsere zwei Partnerbanner von Kiepenkehl und Floragard. Hier auch nochmal in der Nahaufnahme. Das sind einfach für die Besucher Plakate, damit die wissen, wem der Garten gehört. Ja, ein sehr tulpenreicher und frühblühreicher Gartenrundgang geht zu Ende. Die Katzen, die gehen jetzt auch wieder nach Hause, genauso wie ich.
Das war's von diesem Video. Gerne Felix Hobbygarten abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bei Fragen gerne auf die Website schauen.